Hier ist Anja und wir haben eine Mission heute. Und zwar, abgesehen davon, dass wir ins Bett gehen wollen, weil unser Arbeitstag vorbei ist, habe ich mir gedacht, Mensch, Ronja, wir haben doch ein Ziel. Und das Ziel, das habe ich mehr aus Witz ausgewählt, aber hey, man muss ja trotzdem die Ziele verfolgen. Wir wollen nämlich ein Supervampir werden. Okay, dafür ist Schritt 1 Vampir werden, was sehr Sinn macht, ne? Was sehr Sinn macht. Das heißt, wir machen uns, sobald die Sonne untergegangen ist, auf die Suche und finden, ich weiß nicht genau, wo man Vampire findet. Ich kenne das so, dass man in der Stadt ist und in der Stadt sammeln die sich halt nachts. Aber ich glaube, die sammeln sich auch an öffentlichen Plätzen nachts, wie zum Beispiel an diesem... Oh, stopp. So, es ist jetzt dunkel. Ja, da sind Fledermäuse. Sie ist hungrig und muss aufs Klo. Das ist natürlich immer eine super Voraussetzung. Das heißt, haben wir noch Essen? Oh Gott, das ist natürlich auch stressig jetzt hier. Haben wir noch Essen? Leftovers? Nehme ich. Okay, das heißt, wir suchen jetzt schon mal hier die Gegend ab. Ist das ein Vampir? Das könnte ein Vampir sein, glaube ich aber nicht. Normalerweise haben Vampire so leicht grünliche Haut, aus meiner persönlichen Erfahrung. Aber ich weiß nicht, ob das nur Sims 3 ist oder ob das so eine allgemeine Regelung ist. Ich weiß... Ich meine, wir haben nicht so viel Stadtleben, aber ich glaube... Wir sollten uns mal nach so Clubs umsehen, weil da sind die meist vorzufinden. Hier! Hey! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das trifft sich ja fabelhaft. Vladislaus Straut schreibt mir, hey, ich wollte nur... Oh Gott, jetzt ist es weg. Wo ist er denn? Ah, jetzt ist er weg! Wieso ist er weg? Nein! Das ist gar nicht gut. Warte mal. Ja, das ist er. Oder? Ist er das? Ja, genau. Der hat nämlich gesagt, den begrüßen wir jetzt. Das ist Priorität Nummer 1. Aufgestanden. Und da ist unser Vampir. Hört ihr die dramatische Musik? Ich muss gar nicht weggehen. Ich meine, ja, sie muss immer noch aufs Klo. Das können wir machen, nachdem wir ihnen ein Gespräch verwickelt haben. Übrigens, es tut mir leid für die Hintergrundgeräusche. Meine Katzen denken sich, heute ist der Tag gekommen, an dem wir kämpfen. So wie ungefähr jeder Tag. Ja, ich weiß, du hast... Sie muss aufs Klo, wie man vielleicht sieht. Okay, es ist immer wichtig, erstmal die Kontakte zu knüpfen. So. Sie sagt, Vampire sind was Cooles. Ja, sie sagt, wow, voll cool. Ich bin super hungrig und muss immer noch aufs Klo, aber ist jetzt gerade wichtiger, das heißt... So, er mag uns nicht. Wir sammeln Minuspunkte. Sie will jetzt aber aufs Klo gehen, was ich gut finde. Weil er bewegt sich nur sehr langsam. Das heißt, wenn wir schnell sind... Oh nein. Ich sollte wirklich gehen. Nein. Geh nicht. Geh nicht weg. Was haben wir denn noch? Funny. Witz über Aliens. Wenn man einen Vampir kriegt, dann mit Witzen über Aliens. Er hat mir geschrieben, willkommen in der Stadt. Und jetzt mag er mich nicht und ist rot. Ich meine, was soll denn das? Was habe ich ihm denn getan? So, hier. Okay, was kommt denn gut? Kommt der Witz über Aliens? Der kam gut an. Das war was. Guck mal, Pluspunkte. Zack. Das läuft. Dann kennenlernen. Ja, kennenlernen kann man ja mal machen. Das schadet ja nicht. So, kommt auch gut. Er ist... Oh, warte, was? Alles klar, er ist jetzt weg. Mist. Ha, müssen wir jetzt wieder arbeiten? Ich glaube. Ja, in 2 Stunden. Okay, ich meine, das habe ich schon gemacht, oder? Ja, das heißt, ich muss jetzt nicht nochmal mit arbeiten kommen. Meine Performance ist mäßig gut. Ich finde es schön, wie die Performance besser wird, sobald ich nicht mehr mitmache. Oh nein. Sie hat verschiedenste Probleme. Sie stinkt. Sie ist müde. Jetzt hat sie was gegessen. Und sie hat keinen Spaß. Das heißt, erste Heldentat ist, wir baden eine Runde. Zweite Heldentat ist, wir machen ein Nickerchen. Dritte Heldentat, oh, das stinkt ja. Do Laundry. So, was machen wir noch? Genau. Dritte Heldentat ist, wir warten, bis es dunkel wird. Und dann... Ja, dann geht's los.
Ich werde zum Dings eingeladen. Ja. Zum Essen. Mit unserem Vampirboy. Let's go. Das ist ein Selbstläufer. Ich muss gar nichts machen. Läuft voll gut. Oh mein Gott. Ich glaube, als formaler Anlass habe ich ein Hochzeitskleid genommen, weil das der einzige formale Anlass ist, der mir eingefallen ist. Aber scheinbar gehen wir jetzt essen und ich habe ein Hochzeitskleid an. Der Typ mag mich immer noch nicht. Wieso verschwindet der? Ich dachte, wir gehen essen. Hä? Was ist denn jetzt los? Ich dachte, wir treffen uns zum Essen. Jetzt ist der rot und ist einfach verdampft. Wo ist der denn hin? Das Hochzeitskleid war zu much. Das hat ihn, irritiert. Spaß geht runter und ich bin nach wie vor müde. Und jetzt? Jetzt bin ich hier. Jetzt ist aber kein anderer hier. Das ist doch ein Witz. Also sorry, aber wo ist denn der Typ? Hier ist er. Da ist er. Hey, wie wäre es denn, wenn wir mal mit ihm reden? Er ist zwar immer noch rot, aber wie gesagt, er ist kein Freund, er ist kein Feind. Jetzt ist sie schon wieder am Pöbeln. Okay, Plus. Pluspunkte sind sehr schön. Ich könnte ihn schubsen. Auch immer schön. Okay. Was haben wir denn? Ich meine, es ist ja wichtig, dass wir auf die Vampirschiene kommen. Das heißt, wir fragen ihn mal über die Geschichte, ne? Vielleicht kommt es gut. Okay. Er hat gesagt, er weiß es nicht und ich soll es googeln. Toll. So, okay. Wie wäre es denn, wenn wir in die Sterne gucken? Das kommt doch immer gut. Ja, das kommt gut. Zack. Oh, Toby ist gewachsen. Ah! Nala ist auch gewachsen. Oh, das ist ja voll super. Oh, sie ist eingeschlafen und er verdammt. Okay, er verzieht sich. Guck! Oh ne, er ist mal in der Küche. Er benutzt die Waschmaschine, voll nett von ihm. Er wäscht meine Wäsche. Guck, wie cute Toby ist. Miau, miau, miau. Oh, der sieht voll anders aus als... Oh, das ist jetzt komisch. Hey, geh doch schlafen. Entschuldigung, hör doch auf Boden zu schlafen. Leg dich ins Bett wie ein normaler Mensch. So, der Typ verschwindet. Ne, der ist immer noch in meiner Wohnung. Jetzt ist er bei der Mülltonne. Jetzt wäscht er meine Teller ab. Das ist voll nett. Jetzt guckt er ein bisschen Fernsehen. Vielleicht wache ich ja bald wieder auf und dann... Vielleicht ist er immer noch da. Wir wissen es nicht. So. Mann, Mann, Mann. Das ist voll stressig. Ich habe das Gefühl, ich kann gar nichts machen, weil mein Sim die ganze Zeit Hunger hat. Nee, ich gehe heute nicht zur Arbeit. Nein. Na, da wurde von einem Stinktier angesprüht. Nein. Kann ich anrufen bei der Arbeit und mich krank melden? Alles, was ich will, ist... Nein, ich will nicht. Ich meine, ich muss, gell? Ich muss da jetzt hingehen. Kann ich... Oh, toll. Warte mal, können wir hier irgendwie noch versuchen? Take a vacation day. Das ist jetzt wichtiger. Wir canceln Arbeit und nehmen den Urlaubstag. Ja, ich hab Urlaub gekriegt. Träumchen, sehr gut. Das heißt, wir können jetzt erstmal hier wieder an diversem arbeiten. Zum Beispiel... Hä? Achso, wir müssen die Sachen aus dem Trockner auch noch rausnehmen, oder wie? Nee, ich will nicht. Sie hat keinen Bock. Okay, dann geh doch schlafen. Gott, ist sie anstrengend. Ich will meine Klamotten nicht aufwachen. Ich bin, keine Ahnung, müde. Ich hab keine Lust. Nee. So, Spaß hat sie immer noch nicht. Kann sie nicht mit ihren Katzen spielen? Kommt das nicht immer gut? Partyhaus. Auf geht's! Ich bin... Was ist jetzt? Willkommen im Partyhaus. Ich bin froh, dass du unserem Club beigetreten bist. Okay. Clubtreffen haben wir. Bei den Narwalen. Alles klar, klar. Ich bin immer bei den Narwalen dabei. Vielleicht treffen wir da ja andere Vampire. Das wäre gut, weil ich weiß nicht, ob es mit meinem so gut läuft. Wow, voll cool. Ich bin... Oh nein, ich stinke. Oh nein, ich stinke. Das ist überhaupt nicht gut. Ist hier eine Dusche? Kann ich hier duschen? Ich meine, das ist halt immer die Frage, ne? Hier sind nur Waschbecken. Ich meine, ich glaube, Freshen Up hilft ein bisschen, wenn ich mein Gesicht wasche. Dann stinke ich vielleicht nicht mehr so sehr. Hilft das? Hat das jetzt geholfen? Nee, hat es tatsächlich gar nicht. Versuchen wir es nochmal. Okay, das hilft einen Dreck. Das hilft leider nämlich null. Ist hier irgendwo eine Dusche zu finden in der Nähe?
Ich meine, das ist so ein komisches Clubhaus. Ich glaube nicht, dass es hier das gibt, aber... Oh nein. Ich will ja natürlich auch nicht die Person sein, die stinkt. Das ist jetzt unangenehm irgendwie. Und jetzt? Ich meine... Warte mal, hier unten vielleicht? Nee, halt auch nicht. Aber die Leute mögen mich doch dann alle nicht. Was ist denn mit der mit den edgy Haaren? Kann ich nicht... sagen, hey, oh, ich bin flirty. Auch wenn ich stinke, das ist egal. Aber das läuft gut. Vielleicht hilft mir das mit meinem Vampir-Dude. Sozial geht hoch. Okay, können wir was essen? Hier gibt's bestimmt was zu essen. Das ist eine Party. Nee, ich will für mich selber... Was ist denn das hier? Das ist doch alles Müll. Okay, also, Party. Dies, das, Ananas. Kann ich wieder nach Hause gehen? Nee, ich unterhalte mich jetzt mit... Ich freue mich jetzt mit der an. Die mit den crazy Haaren, der freunde ich mich an. Wir werden nämlich beste Freunde. Und ich habe Tanzskills gekriegt. Voll cool. Den Leuten ist es voll egal, dass ich stinke. Das stört hier niemanden. Yay! Wir erzählen Witz über Affen. Das kommt immer gut. Der zufällige Witz... Ja, guck mal, Spaß. Die hat richtig Spaß. Die sammelt Punkte hier. Okay, was kann die noch? Was können wir noch? Oh, es wird dunkel. Das heißt, ich gehe jetzt nach Hause. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ich will nicht mit der zusammen dahin gehen. Ich will alleine nach Hause. Ich weiß aber nicht, wie. Die sind jetzt dabei. Okay, ich werde ständig zu irgendwelchen Partys eingeladen. Nightclub. Okay, auf geht's. Habe ich jetzt geduscht? Ich hoffe schon. Der Typ. Was geht ab? Regen. Hey, wie wär's denn mit... Hey, es ist schön warm. Oh, sie muss aufs Klo. Was haben wir denn? Wer geht denn um 10 Uhr in den Nachtclub? Niemand. Außer mein Sim, der eingeladen wurde von irgendeinem nichtswissenden anderen Sim. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal aufs Klo. Erste Heldentat. Hier gibt's auch keine Dusche. Ist doch alles voll enttäuschend. Sie ist unzufrieden. Warum? Jetzt nicht mehr. Es gewittert. Okay, wenn's... Hier, da schlafen Leute auf dem Boden ein. Hier, die leuchtet. Die wirkt... Oh, okay, die ist Fame. Okay, wir versuchen's mal mit... Lass uns mal... Nee, hier, meine Dings ist wieder da. Meine Freundin mit den pinken Haaren. Wo bist du? Sie ist weggerannt. Okay. Ah, die kenne ich gar nicht. Ja, gut, das wird dann schwierig. Wo, warum sind die Leute, die Fame sind, so leuchtig? Und warum ist hier nirgendwo eine Dusche? Ich glaube, ich gehe einfach wieder. Okay, sie duscht tatsächlich einfach gnadenlos im Regen. Das scheint auch keinen zu stören. Okay, alles klar. Meinetwegen. Soll sie machen, ne? Dann haben wir wenigstens ein Problem weniger. Sie ist hungrig. Gibt's hier Snacks? Food! Ja! Okay, ich... hätte gerne das da. Okay, läuft. Kriege ich jetzt auch was? Ja. Super gut. Der Nachtclub, ha? Der kommt... Warum bin ich denn jetzt wütend? Jetzt bin ich nicht mehr wütend. Mann, was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Okay, die Frage, die ich mir stelle, ist, können wir Mr. Vampirboy jetzt hierher einladen? So, was geht ab? Ein Hüftstoß kommt immer gut, ha? Das kam nicht so gut. Aber ich fand's schön. Okay. Stehst du auf Sport? Er steht auf Sport. Er ist tatsächlich böse als Trade. Er ist jetzt aber in meiner Wohnung. Das heißt, ich kann jetzt erstmal ein kleines Nickerchen machen. Der geht ja nicht weg. Hier stinkt irgendwas. Das scheint ihn aber nicht zu stören. So, wir fragen ihn nach dem Tag. So, ich glaube, wir müssen uns halt richtig mit ihm anfreunden, weil sonst wird das halt nichts. Hey, ist die Frage, ob wir das mehr über so eine... Was ist denn jetzt schon wieder? Wirst du schon wieder müde? Das gibt's doch nicht. Okay, Sport kam nicht so gut. So, wir versuchen es mal mit Romance. Wir fragen, ob er eine Freundin hat. Hat er nicht? Läuft. Da sehe ich uns. Wir gehen nicht ins Bett. Wir sind beschäftigt. Wir hätten ihm auch ein Geschenk geben können. Ey,
Ja, nee, es stinkt. Da liegen überall gleich hier Klamotten. Ich kann es nicht in die Wäsche tun. Warum nicht? Ist die Waschmaschine voll? Ja. Oh. Okay. Ist voll stressig. Das Wäschewaschsystem in Sims gab es vorher so nicht. Und das finde ich sehr anstrengend. Okay, der geht. Die hat keinen Bock auf Wäsche machen. Hä? Was? Kann ich die nicht? Ah, doch, jetzt in die Waschmaschine damit. Gott, ist das anstrengend. Oh mein Gott, ja. Jetzt ist einmal aufgeräumt. Voll gut. Voll gut. Jetzt macht sie sich noch einen Kaffee. Wir gehen schlafen. Und Chobi wurde auch von einem Stinktier angesprüht. Nice. Das war's dann aber auch mit dieser Folge Sims. Ich krieg das noch hin, Vampir zu werden. Okay, versprochen. Falls ihr irgendwelche Pro-Tipps habt, wie das einfacher geht, dann lasst es mich gerne wissen. Ansonsten macht's gut, habt einen schönen Tag und bis morgen. Ciao!